Los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Stabenbach mit dem Uwe und dem Paul. Hallo. Hallo. Der Tag ist gekommen, Uwe. Du bist heute fertig, habe ich gehört. Ich arbeite hart dran. Wenigstens einer. Naja, also der eine Hänger ist hier schon fast wieder voll. Also es läuft. Er will aber auch nicht, ne? Er will dich nicht. Ja, anscheinend. Jetzt. Wie war das? Ö, ne? Ja. Weggerollt. Du musst einfach lang genug die Bremse halten. Nee, das war mir zu wild. Okay, da war auch einiges rein in der Akkuleine, ne? Aber jetzt bin ich leer. Ich gehe dann mal die Akkuleine verkaufen. Warum? Nicht verkaufen, sondern abgeben halt. Da ist nämlich schon ordentlich was drin in den beiden. Ja, ja, mach noch alles gut. Nicht, dass wir nachher da stehen, alles ist voll. Was da los? Ja gut, du musst eh zum Landhandel? Landhandel, richtig, danke. Ich habe ein schnelles Fahrzeug. Und keinen weiten Weg. Jetzt muss ich hier halt fast für lau hochfahren. Aber gut, wenn da meine Spur wieder passt, ist es okay. 42.400 Liter Kartoffeln. Kommt schon ordentlich was runter von dem Feld. Naja, das ist richtig. Wir haben noch 20.000 im anderen Anhänger drin. Mach mir Mut, ey. Paul, ich hätte die ersten 31.000 Liter. Jo. Die auf unser Konto gehen, oder was? Jawohl. Ja. Nicht schlecht. Fahr noch weiter, Traktor. Ich frage mich gerade, wie lange ich jetzt hier tatsächlich unterwegs war auf dem Feld. Ich will mich gar nicht fragen. Vor allem, wie lange bin ich noch hier drauf? Das ist die nächste nicht so spannende Frage, aber die, ja. Wie sieht's denn bei dir aus? Warte mal. Schwierig. Oh, ist auch noch ein bisschen. Ja. Aber mit dem Beta geht's doch um Welten besser als wie mit dem JCB. So gut. Hat sich das Wechseln nochmal gelohnt? Doch, das hat sich gelohnt. Also wir haben zwar jetzt einen JCB, der rumsteht wahrscheinlich. Oder wo hast du den JCB im Einsatz? Der hängt an der Sämaschine im Moment. Ah, ja, gut. Also wenn ich mal kurz Zeit habe, dann fahre ich da mal eine Bahn, aber im Moment gerade wäre es schwierig. Bist du ausgebucht, oder? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ach, wer hat denn den Baum dahin gepflanzt? Jetzt mal ganz ehrlich, warum... Ich hab schon wieder einen Baum gefunden. Warum muss man sowas machen? Bin hier. Also wenn irgendjemand mal einen Baum vermisst, ne? Ich finde sie alle. War auch ein langes Gespann, was du da hast. Mhm. Ich habe 15%, das lohnt sich gar nicht. Nö, alles gut. Das war ein Anhänger zu viel abgekoppelt. So, jetzt können wir hier einfach nur in Ruhe dem Beta zuschauen, wie er das macht. Alter, enttäusch mich jetzt nicht. 3 km/h. Ach, der Baum ist doch hier auf meine Spur gesprungen. Ah, shit. Abfahrt verpasst. Alle geben hier einfach Vollgas, man merkt es. Gar nicht. Muss ja so sein, weißt du? Bäume ist bestellt. Achso, ja, wann wird er denn geliefert?
Wenn wir die Rechnung bezahlt haben. Nach Zahlungseingang wurde ausgemacht. Okay, ja. Ich habe versucht bei Nachname, aber... Das wollten sie nicht machen. Wollten sie, war doch zu risky. Oh, komisch. Ich habe da immer früher gedacht, per Nachname, also vom Name her. Das fand ich irgendwie immer komisch, warum man auf den Namen zahlt. So, die Prognose muss ich leider drastisch nach unten drücken. Oh. So schlimm gleich. Wie kommst? Ja, es war dann doch kürzere Bahn, als ich erwartet habe. Also ich habe jetzt nochmal knapp 10.000 Liter. Das heißt, wir kommen ungefähr auf 40.000 Liter Zuckerrüben für uns. Sah mehr aus, oder wie? Ja, sah deutlich mehr aus. Ich habe gerade das letzte Stückchen hier runtergeholt und 9912 Liter drin. Ich gucke jetzt mal, ob ich irgendwo noch was finde. Ja. Also wer jetzt noch sagt, das ist alles, der Motor ist anders zu leise, ne? Den kann ich nicht mehr helfen. Ja, der ist nicht so leise, der MB-Drag. Nee, der geht richtig ab. Ja, mehr kriegen wir nicht raus. Also ich habe jetzt 9.942 Liter. Das war's. Verkaufen die Zuckerrüben? Ja, würde ich schon. Ja, doch. Aber so viel Preis gibt das gar nicht, glaube ich, ne? Der Landhandel zahlt immerhin gut fallend, aber 236. Landhandel war schon das, wo wir die ganze Zeit schon hinfahren, ne? Ja. Ja, ich muss mal gucken, wie man da hinkommt. Einfach den Hang runter. Ja, du fährst immer an. Wie fährst du denn? Du bist hier Richtung 155 immer doch runtergeschossen, oder nicht? Einen Moment, ich bin gerade auf der Map falsch. Links und dann da an 146 links runter. Dann kannst du alles geradeaus bis zu dem Kuhstall hin und dann links. 146? 7000, was waren das jetzt gerade? Die Zuckerrüben. Oh? Links. Das andere links. Wollte ich immer schon mal sagen. Entschuldigung, ich habe die Minimap zugehabt. Achso. Ja, recht. Dann vorm Wald rechts runter. Ich will jetzt hier runter. Genau. Ja. Dann kannst du alles gerade ausfahren, kommst du in die Stadt runter. Ach du, ja, das wird was. Ich fahr mal innern sich, dann sehe ich es wenigstens besser auf mich zukommen. Dann sehe ich den Pinnöppel auch. Ja, ist wirklich. Sinnvoll, ja. Die Bäume sind ein bisschen stabil. Naja gut, ich komme hier mit einem dicken Gesperrgerät an. Aber ich glaube auch das halten sie. Von dem böse, wenn sie dir halb im Gesicht hängen. Komm schon, der Peter getäuscht wie jetzt nicht. Fährt doch gut. 6 km/h.
Ja, jetzt, aber da ist so eine Kuppel kommt drin. Mir entgegen. Willst du haben oder soll ich? Ja, ja. Kann ich da abladen? Ist, glaube ich, einfacher mit dem Traktor. Aber du darfst trotzdem gerne abladen gehen, wenn du willst. Kein Problem. Ach, Werner hat schon mal abgeladen. Ja, ja, ich war in der Nähe. Also der Tank, die Tanknadel kannst du wirklich, da kannst du zuschauen, wie die nach unten wandert. Wie viel hast du noch? Ja, es geht. Also ich werde das schaffen, aber es ist schon... Also Leistung braucht Diesel, das kann man wirklich so unterschreiben hier. Kraft kommt von Kraftstoff. Eieiei. Gut, der MB-Truck ist auch ein abartiger Spritfresser hier im Spiel. Wenn wir jetzt in Hartz Vehicle drauf hätten, können sie gucken, wie viel Sprit er wirklich verbraucht. Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Da treibst du die Tränen in die Augen. Wie beim Zwiebelschneiden. Wir hatten früher mit unserem John Deere so beim Main unter Volllast 25 Liter die Stunde. So, genau, da ist der Lanterne. Perfekt. Wo ist denn der Trigger da? Hier vorne. Ah, ich kann ja direkt... Ja gut, ich hätte ihn jetzt in der Ecke hinten gesucht. Oh, Alter. Ich mag Bäume. Sieh dich nur nicht, ne? All diese Lenkachse. Also, wenn du die Lenkachse nicht sperren kannst, bist du einfach verloren. Ich war immer der Meinung, im Rückwärtsfahren werden die automatisch gesperrt, nee, aber nee, irgendwie... Nee. War das im 17er nur so? Ich weiß also, schon gar nicht. Auf dem Feldversuch zum Beispiel haben wir den Mod drauf und das geht wunderbar. Ja, glaube ich. Also im 17er war es auf alle Fälle so, dass wenn du den Mod nicht drauf hattest, dass er beim Rückwärtsfahren gesperrt hat. Ich weiß nicht, wie das im 19er war. So, Zuckerrüben sind alle weg. Soll ich die Mission abschließen oder brauchen wir irgendwie den Josken oder sowas noch? Warte mal. Ja. Ich würde ihn noch lassen tatsächlich, weil ich brauche noch ein Bild für die Thumbnails. Ach so, ja. Alles gut. Lass ich den direkt hier an der Station stehen? Ja, bitte. Gut. Mit Volksbeleuchtung. Soll ich ansehen auf der 101? Darfst du gern machen. Da steht der... Wer die 101 findet, da. Findet nicht statt, wollte ich gerade... Kommt jetzt... Muss mal gucken, ob das gut geht. Vorhin ist er schon ein bisschen gerutscht. Ja. Du fährst erstmal vorgewendet, sehe ich. Ich bin einfach nur einmal hintergefahren, um mal zu gucken. Jetzt schon. Haben wir euch mittlerweile einen Düngerstrahl gekauft? Wir haben es öfter schon mal besprochen. Oh. Sag mal. Bergauf fahren geht wahrscheinlich nicht. Ah? Ja, wir haben einen. Hallo. Das ist ja eine Katastrophe hier. Ich komme so aus dem Shop raus, denke, komisch. Nee, also sobald ich ihn einschalte, ist erstmal vorbei. Ne? Dann knietief im Dreck. Ja, ja, das kenne ich. Ich fahre einfach immer von oben nach unten, habe ich gehört. Das mache ich schon seit 12 Folgen so. Gucken, ob Paul hier irgendwo schon mal am Rand angefangen hatte, dann nehme ich einfach die Bahn. Nee, ich habe nur unten eine Bahn mal gefahren. Ah, okay, ja gut, dann. Bald rückwärts. Werner, wir können aber auch gern tauschen, ne? Nee, lohnt sich nicht, eine halbe Minute. Na gut, okay. Aber für die nächste Folge, ne, Paul? Das ist deiner. Du kannst auch dir den Breda schnappen und mal Kalk streuen gehen oder so. Jetzt fahre ich die Bahn noch hoch. Ich finde es immer faszinierend, bei jedem Anfang gleicht er sich von der Höhe her aus und dann geht das richtig los. Irgendwie schon ein beeindruckendes Gerät.
Ich sehe schon, da kann Paul das nächste Mal da weitermachen. Ja, Uwe, wolltest du noch was sagen? Selbst hier so bergab schiebt er schon von hinten ordentlich, ne? Also, das läuft. Gut, liebe Leute, aber wir sind erstmal fertig für heute. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.